Hallo, 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 hallo zum 17. Türchen. Heute für Sie eine richtige Rakete und ein Kracher in der Weihnachtszeit. Denn heute für Sie im Angebot britisches Blut auf italienischer Straße, die längste Gerade in Italien vor dem schärfsten Abzweig dieser Strecke. Und wenn Sie jetzt schon wissen, worum es sich dreht, Sie liegen vollkommen falsch. Weil hier an dieser Stelle geht's richtig Rambazamba. Und zwar mehr als üblich. Aber den Dokumentarfilm dazu gucken wir uns jetzt an. Es ist mal wieder nichts vertont. Aber wie Sie sehen, es ist irgendwie, liegt das in der Natur des Menschen. Und zwar in jedem Menschen, egal wie gut, egal wie schlecht, liegt es in der Natur, unfähig zu sein, diese Stelle auf der Strecke zu fahren. Irgendwie will man entweder immer zu wenig oder man will zu viel und dann rammelt es da immer im Cartoon. Und das ist hier gerade der Beginn der Reise. Und wir haben jetzt hier leider einen kleinen Verbremser drin und dann macht es Rampity-Pamp und es knallt. Und vor allen Dingen nicht direkt dahinter, nein, es ist auch noch 5 Etagen weiter zurück. Und dann passiert hier das. Und das ist am Ende ein Massencrash. Und das führt zu einer weihnachtlichen Pause. Ich habe dazu übrigens noch einen kleinen Eintrag bekommen. Hallo, wie auch immer du genannt werden willst in deinem weiß-roten Mantel. Ich war mal wieder in Italien unterwegs. Ich hatte mir überlegt, eine kleine Ausfahrt zu machen. Am Abend. Mit meinen Freunden. Wir machten ein bisschen Blödsinn. Die Straße war breit genug. Wir fuhren also dem Sonnenuntergang entgegen. Es war noch nicht komplett dunkel. Wir mussten aber trotzdem das Licht schon anmachen. Und wir fuhren auf eine sehr, sehr enge Kurve zu. Hinter mir ein schwarzes Pony. Überhaupt nicht zu sehen. Nur seine Augen blendeten mich im Rückspiegel. Aber ich musste gucken, was mit meinen Freunden links neben mir ist. Auf einmal krachte es hinten in den Kofferraum. Bam, bum, bang! Und ich hörte nur, diese Vanillekipfel sind meine! Der Kofferraum ging auf, er ging wieder zu und weg war er. Und ich stand nun dort, völlig geschockt. Und der Rest des Verkehrs krachte in mein Auto. Komplett im Arsch. Totalschaden. Es war vorbei. Es ist gelaufen. Lieber Jutke, Weihnachtsmann. Oder wie auch immer du genannt werden willst. Kannst du da bitte mal gucken, dass du da was machen kannst für mich? Zwinker, Zwonker, in Liebe, das britische Pony. An der Stelle, natürlich, 3 Tage Pause. Keine Weihnachtsgeschenke. Ruhe im Cartoon. Und damit ist das Türchen geschlossen. Bis zum nächsten Mal.